Hallo ihr Lieben, seid willkommen zum heutigen Video. Ich bin Erik Metzner und es geht heute um das Thema einen lebendigen Glauben entfachen. Wir haben jetzt das Pfingstwochenende vor uns und wenn wir uns erinnern, geht das Pfingstfest auf das Ereignis in der Apostelgeschichte zurück. Ihr erinnert euch, etwa 120 Leute waren zusammen gewesen, sie beteten in einem Haus und das war gar nicht Corona-tauglich, denn ja, mit den Mindestabständen und so war schwierig in den damaligen Häusern. Und als sie so gebetet haben, da fiel der Heilige Geist. Der Heilige Geist wurde ausgegossen und wir lesen von einem Brausen, von einem Wind und von einem Feuer, was das Haus und die Menschen darin erfüllte. Und die Auswirkungen sind genial. Einfach richtig gut. Wenn du im Vers 4 lest, da fängt es an, dass sie anfangen, in neuen Sprachen zu reden. In Vers 11 in Apostelgeschichte 2 lesen wir weiter, dass sie Gott priesen, dass sie Gottes große Taten verkündeten. Sie lobten Gott, sie verherrlichten Jesus. Eine wunderbare Sache. Und dann kommt die Pfingstpredigt von Petrus und 3000 Leute ließen sich taufen. Was für eine Vollmacht! Und schließlich waren sie dann als junge Gemeinde in einer liebevollen, engen Gemeinschaft zusammen. Wer wünscht sich das nicht? So eine tolle Gemeinde, oder? Möchtest du Gott auch ganz wunderbar erfahren? Und Petrus verkündigt in Apostelgeschichte 2, Vers 17, lesen wir das, dass der Heilige Geist ausgegossen ist. Und deshalb passieren so viele wunderbare Sachen. Und da sehen wir etwas Wunderbares. Ja, Pfingsten ist doch das Geburtsereignis der Kirche. So wie in 1. Mose, im Schöpfungsbericht, wie der Heilige Geist dem Menschen den Lebensatem einhaucht und der Mensch zur Welt kommt, der Mensch geboren wird, so sehen wir das vergleichsweise in Apostelgeschichte 2. Derselbe Ruach haucht der jungen Gemeinde Leben ein. Es ist die Geburtsstunde der Gemeinde. Der Heilige Geist ist ein Lebendigmacher. Er schenkt auch dir und mir ein erwecktes geistliches Leben. Ich selber erlebte einmal eine ganz besondere Zeit der Erweckung. Das war während meines Studiums in Friedensau. Das war schon etwa 12 Jahre her. Jetzt bin ich 35. Damals war ich etwa 22, 23. Und ich war auf der Suche nach mehr von Gott. Und ja, wir hatten auch so eine Gruppe von Freunden, mit denen wir regelmäßig gebetet haben. Und ich hatte mir über das Internet, habe ich mir immer wieder Predigten angehört. Ich wollte das Wort Gottes besser verstehen. Ich habe mit meiner Gitarre, die habe ich angefangen zu lernen, Gitarre zu spielen. Ich habe hingegeben, gesungen und in meinen Gebetszeiten war ich auch häufig von einem Weinen ergriffen gewesen, weil mir Jesus oft so nahe kam. Ich entdeckte Jesus auf ganz neue Art und Weise. Der Glaube wurde richtig lebendig für mich. Und es war eine Zeit, wo ich gemerkt habe, wow, ich fühle mich so erfüllt von Gott. Ich fühle mich so lebendig. Ich hatte das Gefühl, dafür bin ich geboren, für diese enge Gemeinschaft mit Jesus. Und weil ich das einmal geschmeckt habe, will ich das immer wieder erleben. Und ich habe diese Sehnsucht nach Gott und ich lade dich ein, mit mir unterwegs zu sein, dass wir gemeinsam Gott suchen und nach ihm Ausschau halten. Und das war so eine besondere Zeit, die ich da erleben durfte. Und das ist so die Frage, ja, ist das jetzt einfach ein Geschenk der Gnade Gottes, das Gottes Souveränität überlassen? Oder können wir den Menschen auch etwas tun? Haben wir da auch ein Wörtchen mitzureden? Müssen wir jetzt einfach warten, bis Gott wieder etwas von seinem Heiligen Geist austeilt? Schau mal her, nach meinem Bibelverständnis und auch nach dem, was ich beobachtet habe, glaube ich Folgendes. Gott sucht Gefäße, die er mit seinem Heiligen Geist erfüllen kann. Wenn sich der Heilige Geist in unserem Leben bewegt, wenn Jesus seinen Geist ausgießt, dann ist es natürlich immer ein Gnadengeschenk der Liebe und der Zuneigung Gottes zu uns. Und zum anderen kann der Mensch sich auch positionieren und zu Gott hinwenden oder eben von Gott weglaufen. In Apostelgeschichte 2, Vers 17, da sagt Petrus, was jetzt geschieht, da ist Folgendes, der Heilige Geist wird ausgegossen. Und auch wenn das ein ganz neues Zeitalter begründet, so sehen wir schon in der Apostelgeschichte, dass der Heilige Geist immer wieder fällt oder immer wieder Leute erfüllt. Beim Predigen und beim Beten, das können wir in Apostelgeschichte 10, aber auch in Vers 19, auch in Kapitel 19 nachlesen. In der Schrift heißt es, naht euch Gott
und er wird sich euch nahen. Ich habe Folgendes beobachtet. Ich war in einer Gemeinde tätig in Sachsen, schöne Grüße in den Freistaat. Und da waren wir nach einer Gemeindeversammlung, wo man viel Organisatorisches, Administratives erledigt hatte, waren wir noch mit einer Gebetsgemeinschaft zusammen. Die ging etwa 10 Minuten, aber ich merkte, dass die Leute, die zusammen waren, gemeinsam eine Sehnsucht nach Gott haben. Sie haben ehrlich und inständig gebetet. Und man merkte, dass dieses suchende Herz, was da zum Vorschein kam, dass Gott mit seinem Heiligen Geist wieder rauf gelandet ist. Dass Gott einfach diese Gemeinschaft, diese Zeit dort, diese Gebetszeit von vielleicht 10 Minuten, dass er sie erfüllt hat. Und ich fühlte Gottes Gegenwart sehr nah und sehr präsent. Wo wir durstig zu Jesus hinkommen, da wird er uns zu trinken geben. Wo wir demütig hinkommen, weil wir ihn brauchen, da wird er uns antworten und uns die Fülle seines Geistes schenken. Wenn du Jesus suchst, dann wirst du ihn finden. Es ist wie wenn Gott so ein ehrliches Sehnen nach ihm in uns sieht und er reagiert darauf, er antwortet darauf und so lässt er sich von uns finden. So lade ich dich ein, mit mir unterwegs zu sein und Gott zu suchen, die Gemeinschaft mit ihm und seine Aktivitäten. Und so können wir beten, Jesus, bitte schenk mir eine kraftvolle Begegnung mit dir. Wir können beten, Jesus, bitte sende deinen Heiligen Geist, der mich neu erfüllt, der die Gemeinde neu belebt. Und wo wir um den Heiligen Geist bitten, da wird uns Gott reichlich Gutes schenken. Gott segne dich auf diesem Weg.